Ja, die letzte Frage von Eugen war noch, in was investiert ein Edelmetallverkäufer? Ich habe es ja schon mal erwähnt in einem anderen Video. Ich versuche tatsächlich breit zu streuen, muss auch immer entsprechend Rücklagen bilden fürs Finanzamt und habe natürlich auch Rücklagen, die ich bilden muss für das Thema neue Zukäufe von neuen Münzbildern. Also da brauche ich auch mal ein bisschen Geld, weil wenn ich mich gleich komplett verausgabe und alles ist investiert, dann habe ich natürlich keine Chance mehr, spannende neue Produkte einzukaufen, die tatsächlich auf den Markt kommen, wie jetzt eben Elefanten, wie jetzt eben das neue Luna-Programm oder auch andere schöne Münzbilder. Was habe ich noch? Ich habe es ja schon mal in einem Video erwähnt, dass natürlich Sinn macht, Sachwerte zu kaufen. Ich habe ein bisschen Schnaps, also Whisky, ich habe ein bisschen Immobilien. Uhren kann man kaufen, bin ich jetzt kein Freund davon. Ich trage sowas nicht, ich brauche das auch nicht. Macht aber natürlich Sinn. Also alles, was Sachwerte sind. Ich hatte mal ein paar Jahre lang einen Oldtimer-Verleih. Seitdem kann ich Oldtimer nicht mehr sehen, weil die natürlich mit viel Reparaturen verbunden sind, mit viel Kosten. Kann man natürlich auch machen, wenn sie dafür ein Händchen haben und selber was reparieren können und auch den Platz haben. Dann macht natürlich auch ein schicker Oldtimer Sinn. Also von der Seite her, wo investiert das Geld? Am besten nicht so weit streuen, aber natürlich, wenn es geht, nur momentan in Sachwerte, sei es Immobilien, sei es Edelmetalle natürlich, sei es vielleicht auch Wertpapierdepot. Und ich habe sogar mit Krypto angefangen. Da haben wir schon ein paar Videos gemacht. Da sieht man aber, dass das tatsächlich kein digitales Gold ist, weil ich habe das als Sparplan genutzt seit Oktober letzten Jahres und muss sagen, ich bin jetzt bei eingezahlten 11.000 Euro. Habe ich jetzt einen Stand von 3.700 Euro. Also diejenigen, die bisher immer gesagt haben, Bitcoin ist digitaler, ist das digitale Gold oder Ethereum ist das digitale Silber, ist ein völliger Quatsch. Man hat jetzt gesehen, in diesem Jahr, mit Gold hätten sie Geld verdient, mit Silber haben sie auch Geld verdient, aber mit Kryptowährungen haben sie teilweise 60, 70, ich habe FTX drin gehabt, habe das mit 95% Minus verkauft. Also sie haben tatsächlich Krypto ist nicht als Wertaufbewahrung geeignet. Wenn Sie Wertaufbewahrung suchen, das suche ich auch, dann tatsächlich das Thema Edelmetalle. Okay, also ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie selber Fragen haben, schreiben Sie doch mal Ihre Fragen drunter ins Kommentarfeld. Dann machen wir gerne wieder mal so ein Video und beantworten dann speziell Ihre Frage, die Sie haben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zum nächsten Mal sehen. Bis dann, danke und tschüss.